Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit näher auf dem McMillan anwesen, auf jeden Fall. Und da hinten war eine Claudette. Also nicht ganz allein. Ich schaue nochmal kurz hier, aber hier sehe ich bis jetzt auf Anhieb keinen Generator. Ja, ich habe mir jetzt zum Event gedacht, ich pushe auch meine näher hier mal hoch auf Level 50. Deswegen werde ich jetzt momentan ein bisschen mit ihr spielen. Und es wurden auf jeden Fall zwei von diesen Event-Umschlägen, Opfergaben, verbrannt. Das heißt, es muss zwei Luna-Generatoren hier auf der Map jetzt sein. Oh, was macht sie? Ach, da ist schon ein Luna-Generator da rechts. Ich sage erstmal Hallo hier. Es kommt aber kein Hallo zurück. Hallo. Hallo. Is it me you looking for? So, jetzt habe ich auch mal wieder gesungen. Es ist der Fallensteller. So. Ach, er hat auch jemanden erwischt gerade. Jetzt ist nur die Frage, wohin geht die Jagd? Weil wir könnten uns ja eigentlich... Ja, genau, eigentlich können wir jetzt mal Richtung Luna-Generator gehen und da mal anfangen. So, dass wir versuchen, sofort sicher zu gehen, dass wir einen Coin bekommen. Ich muss ja noch einige Coins sammeln. Momentan kam ich nicht ganz so viel zum Spielen. Oh, er hat jetzt auch den zweiten erwischt. Okay. Übrigens war ich anscheinend nicht die, wonach sie geluckt hat. Sie hat mir nicht heilig zurückgesagt. Okay. So. Gott sei Dank nehme ich das nicht persönlich, weil wenn sie gleich irgendwie am Haken hängen sollte, werde ich sie trotzdem abhängen. So. Okay, schon down. Und der Generator ist auch relativ schnell jetzt fertig. Das wäre auf jeden Fall nice. So, wenn wir den jetzt hier fertig bekommen, sofort einen sicheren Coin. Weil es ist natürlich so, jetzt bei diesem Event ist es auch so, dass oftmals auch die Killer diese Luna-Generatoren, wenn sie wissen, aha, das hier ist er, dass sie... Oh, konnte sich noch befreien, Gott sei Dank. Und wir kriegen den jetzt hier auf jeden Fall fertig. Dass die Killer auf jeden Fall die Luna-Generatoren auch manchmal abcampen. Und die Survivor natürlich so sind, dass sie unbedingt jetzt den machen müssen, auch wenn es noch fünf, wenn noch fünf gemacht werden müssen und es gibt nur vielleicht einen Luna-Generator, dann müssen die Surfs natürlich diesen machen. Und der Killer campt den ab und das wird dann ein ordentliches Gemetzel. Jeder kriegt Schläge ab, jeder geht down und die Runde kann man quasi dann hinterher in die Tonne kloppen. So. Jetzt ist nur die Frage... Wo ist der zweite? Weil ich muss den jetzt unbedingt machen. Ich muss den jetzt unbedingt machen. Es sind noch vier Generatoren zu machen, aber den, der muss es jetzt sein. Da ist noch ein Totem. So. Okay. Nein, ich wollte mir eigentlich nur einen Überblick verschaffen. Okay, da kriegt einer einen Schlag ab. Ich frage mich jetzt, ob beim Abhängen... Wir gehen auf jeden Fall jetzt auch mal in die Richtung. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Also doch, hier vorne. Das heißt, er war nicht am Campen. So, komm schon. Oh, wir müssen Gas geben. Dann ist sie vielleicht noch im ersten Status, oder er. Er wird auf jeden Fall schon abgehangen, oder sie. Ah, nein, wird nicht. Der ist in die Falle gelaufen. Oh. So, hier ist noch ein Luna-Generator, aber... Oh nein, er hat Zermürbenbeine. Okay. So, dann hängen wir hier schnell einmal ab. Und dann müssen wir noch irgendwie gucken. Oh, 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 oh. Er hat ihn liegen lassen, ne? Oh mein Gott, er hat ihn liegen lassen. Oder sie. Nein, 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 nein. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Was jetzt? Er verfolgt mich auf jeden Fall. Oh mein Gott, das wird knapp für den, der am Haken ist. Nein. Was ein Glück, der hatte... Oh nein, in die Falle rein.
Oh mein Gott, was ein Drama, was ein Drama. Der da am Haken lag, der hatte unbeugsam und konnte sich aus eigener Kraft, glaube ich, wieder hochheilen. Ich glaube nicht, dass das jetzt die gewesen ist, die ich abgehangen habe, oder? Nein, ich glaube nicht. Ja, für ihn oder für sie, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ist natürlich bitter. Aber was? Ich denke, da muss unbeugsam im Spiel gewesen sein, dass derjenige sich hochheilen konnte. So, ich warte jetzt hier erstmal auf jeden Fall ab. Nicht, dass er hier hochkommt. Na? Hört sich so an, als wenn der hier irgendwie am Rumstehen ist, ne? So, weil der hat auf jeden Fall hier dieses Zermürben hier bei. Das... Na? Mein Gott, nee, jetzt geh doch mal weg. Weil sonst ist die Fläche für den Skillcheck natürlich stark verkleinert. Und jetzt hier möchte ich lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ach nein, kommt der jetzt hoch? Oh ja, 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 er ist hier, er ist hier. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte, bitte. Mal lieber weg. Oh nein. Okay. Da hatte ich Glück gehabt. Ey, was ist das denn? Ey, der hat mich da oben geschlagen, ich bin runtergesprungen und sofort unten los weitergerannt und kaum bin ich unten, kriege ich den nächsten Schlag. Okay, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Na. Oh. War das die Falle oben? Nee, ne? Das war jetzt ziemlich ebenerdig. Okay. Jetzt ist die Frage, ob derjenige, ob das jetzt hier die Mac war, die schon am Haken hing. Okay, ich arbeite jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Oder auch nicht. Okay. Dann ist das die Claudette, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt am Anfang draufgegangen ist. Jawohl, der Luna-Generator wurde gemacht. Okay, haben wir schon zwei. Er scheint auf jeden Fall nicht in der Nähe zu sein. Das heißt, wir können jetzt hier gefahrlos abhängen. Na, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Na, wo ist er? Vielleicht hätte sie nicht, sofort wegrennen sollen und Spuren hinterlassen sollen. Ich hoffe, sie kann auf jeden Fall entkommen, sonst hängt sie gleich schon das zweite Mal. Okay, also bisher habe ich noch kein richtiges Bauchgefühl zu dieser Runde. Zwei Generatoren haben wir gemacht, aber die beiden anderen hingen auf jeden Fall jetzt schon einmal jeweils. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Na, oh, er hat einen erwischt. Ach, und down. Oh nein, ich hoffe nicht, dass er den hier... Okay, jetzt haben wir wieder diesen verkleinerten Skillcheck. Okay, dass wir den... jetzt hat er mich gesehen, ne? Ach nein. Naja, er hat mich nicht gesehen. Nee, ich glaube, das lasse ich. Ich hoffe, sie hat das auch gesehen, dass er da eine Falle hingestellt hat. Oh, oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, was machst du? Ja. Das war's jetzt für Mac, ne? Oh.
Sie wollte sich jetzt da in der Ecke verstecken, oder was? Okay, ich gehe nochmal hier zurück zu dem Generator und versuche dann hier ein bisschen weiterzumachen. Ich kann nur nicht sagen, vom Gefühl her, ob er Barbecue und Chili dabei hat. Und uns sehen kann. So, komm schon, jetzt sind schon zwei. Zwei sind richtig komplett down. Ja, oh, er kommt. So. Na? War schön, wenn er mich nicht sieht. Er geht weg. Okay, auf jeden Fall, beide Luna-Generatoren sind gemacht. Zwei Coins auf jeden Fall gesichert. So, ich mache mich hier nochmal ein bisschen weiter ans Werk. Also, die Claudette, die noch da ist, die hing auch schon einmal, ne? Jo. Okay. Naja, ich habe so ein bisschen doch das Gefühl jetzt, dass die Runde sich ein bisschen zum Schlechten entwickelt. Na komm schon, näher, komm. Okay. Nein. Warum in so einem Moment dann immer? Warum? Ich frage mich echt manchmal, warum ist die Konzentration da nicht da? Oder die Reflexe. Obwohl ich schon, jetzt wirklich auch schon lange DBD spiele, manchmal, immer noch, manchmal durchzuckt es mich einfach, wenn der Skillcheck kommt. Also wenn erst der Ton kommt, dann der Skillcheck. Und der Skillcheck dann auf der rechten Seite des Kreises ist. Irgendwie, wenn mein Körper das realisiert oder mein Verstand, dann durchzuckt es mich manchmal immer noch so. Obwohl ich ja eigentlich denke, man müsste ja schon eigentlich längst abgehärtet sein. So, und das, an dem war ich ja schon kurz ein bisschen dran. Jetzt brauchen wir nur noch zwei. Ich könnte jetzt einmal die Falle entschärfen. Ich warte aber erst noch ab, am besten, bis ich hier ein bisschen gearbeitet habe. Na, okay, jetzt hat er die Claudette erwischt. Ach, und schon down. Ach, Mann. Ich hatte gehofft, dass sie mir ein bisschen Zeit erkaufen kann. Okay, dann kann ich jetzt auch einmal die Falle entschärfen. So. Dann gehe ich jetzt nochmal zu meinem Generator, den ich da schon angefangen habe, der schon weiter ist auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob das so klug ist, den zu machen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich habe ein bisschen, fehlt mir auf jeden Fall die Übersicht gerade, wo die Generatoren sind. Ja, der... Ja gut, okay, hier ist ein Generator, er weiß, dass der... Obwohl, er kommt jetzt nicht. Okay, dann werde ich sie versuchen, mal abzuhängen, auch wenn sie mich am Anfang der Runde nicht begrüßt hat. Und das eigentlich ziemlich unhöflich ist. Okay, hier scheint keine Falle zu sein. Oh, er kommt. Genau, versteck dich erstmal. Ich kann Spuren erstmal machen, die mich... Nein! Ach Mann. Okay, wo ist jetzt noch ein anderer Generator? Außer da hinten. Hier ist auf jeden Fall auch... die Luke... Oh mein Gott, ich hoffe... Okay. Hier ist auf jeden Fall... Obwohl, hier hat er ihn noch ganz am Anfang aufgehangen. Ne? Das heißt, da war die... Er kommt. Er hat auf jeden Fall Barbecue-Chili drin. Tja. Oh mein Gott, jetzt geht das wieder los. Gott sei Dank war ich bisher noch nicht oft in solchen Situationen. Einmal, glaube ich. Also, dass man sich wirklich so gegenübersteht, ne? Ah... Tja. Ich hoffe mal irgendwie,
Oh mein Gott, nein, warum? Warum? Okay, wenn mir das einfach zu lange dauert. Ich weiß nicht, er müsste mich einmal schlagen. Ja, du kannst antäuschen, wie du möchtest. Na genau. Jetzt leisten mir die Vögelgesellschaft oder ein Vogel. Also wenn mir das zu lange dauert, dann würde ich gleich nochmal losgehen. Und gucken, dass ich vielleicht doch irgendwie Generatoren mache. Oh, komm schon jetzt. Schlag mich ab. Jawohl. Ja gut, okay. Er hatte wohl auch keine Lust auf irgendwie lange Spielchen. Finde ich auch gut so, weil das muss echt nicht sein. Ich hatte letztens auch einmal eine Folge, ja, die habe ich, glaube ich, nicht auf den Kanal gestellt, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Ach, da ging das. Ich habe mir das mal, ich war schon dead, aber ich habe mich dann auf die Couch gesetzt und habe mir das mal gegeben. Ey, 20 Minuten standen die da bei einer Luke. Mein Gott, das würde ich nicht machen. Zumindest nicht mit Kaffee, ohne Kaffee. So, ich mache auf jeden Fall noch ein paar Runden und ich sage einfach mal bis gleich. Ja, willkommen bei Malida und zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. So, mit der Nea im Roten Wald. Und Nea, weil ich möchte sie ja immer noch auf Level 50 bringen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade bin. 47, 48 oder so. Und jetzt ist der Killer aber hier in der Nähe. Nein, es ist der Doc. Was? Nein! Ich bin mit Sprintbus an ihm vorbei. Ach, Mann. Okay. So, Palette. Okay. So, dann können wir jetzt erstmal hier. Wir müssen irgendwie verschwinden. Irgendwie jetzt verschwinden. Ich hasse ja den Doktor. Komm schon näher. Komm schon. Wow. Das war knapp. Oh mein Gott, er hat uns noch gesehen. Okay, ja, er kommt rein. Wow. Ah, er läuft bestimmt andersrum. Komm schon. Oh nee, wir müssen jetzt hier weg. Ist er. Jo. Oh nein, was mache ich denn? Ach man, ich hätte einfach die Palette umhauen sollen. Anstatt nochmal zu gucken. Aber ich habe ja Entscheidungsschlag bei, vielleicht. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Ist der nächste Haken, ist auf jeden Fall nicht weit gewesen. Okay. Und er hat den nächsten auf jeden Fall schon im Visier. Okay, von rechts kommt auch jemand. So, okay. Dann heißt es jetzt nur schnell abhauen erstmal. Okay. Was aber auf jeden Fall leider ist, es wurde nur ich habe einen von diesen Event-Umschlägen verbrannt. Als Opfergabe. Leider nur der einzige. Oh nein, jetzt geht das hier schon wieder los. Ey, ein bisschen Ruhe könnte ich mir, würde ich mir schon gönnen am liebsten. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass es die Claudette war, die er jetzt erwischt hat. Okay, oh, jetzt geht das schon wieder, der Terrorradius. Also der Doktor, ne? Na, ich weiß auch nicht. Das ist nicht mein Killer. So, ich hoffe nicht, dass er Barbecue und Chili dabei hat. Ich muss mich jetzt mal irgendwo erstmal selber heilen. So, komm. Okay. Oh, immerhin der erste Generator fertig. Immerhin. So. Auf jeden Fall gibt es deswegen nur einen Luna-Generator. Das heißt, ein Coin kann ich jetzt nur hinzubekommen. Ich weiß gar nicht, der letzte Stand von Coins. Ich glaube, irgendwann mit 50. So. Okay, dann versuche ich jetzt einfach mal. Weil das könnte die Claudette sein, die mich geholt hat. So, das hat jetzt auf jeden Fall Ehrensache, dass ich jetzt hier. Und? Er hat auf jeden Fall einen Down.
Okay, ja, das ist die auf jeden Fall, die mich vom Haken geholt hat. Ich schaue noch mal eben kurz in der Truhe. Ich habe ja mein Item leider verloren. Er hat ja auch wieder Franklins Niedergang dabei. Ich glaube, das war die... Ist er... Oh, warum? Warum? Warum ist der rausgegangen? Hätte der nicht... Bisher habt ihr nur ich gehangen, oder? Oder ja, und jetzt hier die Claudette. Und er kommt, und er kommt. Okay, momentan haben sowieso sehr viele Killer Franklins Niedergang am Start, um den Survivern die Items aus der Hand zu hauen. Ich glaube, das war auf jeden Fall jetzt in der Entwicklung wegen dem Update, dass man ja beim... Na? Oh, bitte, bitte, bitte. Dass man ja bei der... Also wenn der Killer einen Daumen geschlagen hat, bei der Aufheberanimation, konnte man ihn schon so blenden. Und wenn er die Animation beendet hat... Ah, okay, hier wird... Das ist der Luna. Ja. Okay. Also bei dieser Aufheberanimation konnte man den Killer blenden. Und wenn er diese Animation beendet hatte, dann hat er den Survivor auch verloren. Deswegen hatten sehr viele Taschenlampen bei. Und, ja, da war es mit einer Taktik als Killer natürlich, Franklins Niedergang zu nehmen und den Survivern die Taschenlampe aus der Hand zu schlagen. Ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen reguliert, ein bisschen ändert, weil das ist schon ärgerlich, wenn man das Item verliert, ne? Oh, hier ist es. Hier ist es. So, das heißt, jetzt hat er gleich keinen Fluch mehr. Und das heißt, ich denke mal, das wird Ruin, ja, das wird ja Ruin sein. So, das heißt, wir können jetzt gleich auch irgendwie den Luna-Generator versuchen zu machen. Okay, ganz da hinten auf jeden Fall. Tja. So, hier ist ein normaler Generator. Okay, was ist jetzt die Frage? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Er ist auf jeden Fall kein Camper. Das heißt, ich könnte auch versuchen abzuhängen. Oder der Luna-Generator. Ah, wurde schon abgehangen auf jeden Fall. Okay, dann werde ich jetzt hochgehen hier und versuchen, den Generator zu machen. Oh, jetzt ist er wieder hier in der Nähe. Ich denke mal, aber er wird wohl irgendwie... Entweder tunnelt er gerade und jagt die gerade am Haken war. Oder er. So, ich muss nur das Ding hier fertig machen. Komm schon näher. Komm, komm, komm. So. Okay, das sieht... Ach, das ist schon direkt hier wieder. Noch höre ich ja keinen Herzschlag. Ja. Gesagt, kommt da. Und down. Super. So. Der Keller ist hier im Gebäude, ne? Okay, den kriege ich auf jeden Fall jetzt hier fertig. So, dann ist der eine Coin schon mal gesichert. So. Ja, er kommt, ne? Ja, er hat auf jeden Fall Chili bei. Er hat Chili. Jetzt hat er... Oh mein Gott, jetzt hat er mich verloren, ne? Okay. Ja, er ist schon wieder hinter mir her. Oh nein. Komm schon. Bitte. Oh mein Gott, der muss abgehangen werden. Ich hoffe mal, der andere, der noch am Start ist, dass der das jetzt mal irgendwie in Angriff nimmt. Okay.
Ah, oh, komm schon. Oh, ich muss das hier. Ich muss irgendwie da rein. Ich muss irgendwie rein. Sonst fange ich gleich an zu schreien. Okay, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wow. Oh mein Gott, er hat das nicht gesehen. Ich dachte jetzt, nee, das war's jetzt, er kommt. Der sucht mich jetzt, ne? Nein! Warum wurde der denn nicht abgehangen? Okay, das entwickelt sich auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nein, du bist im Keller. Oh Gott. Ja, da kommt er. Oh Gott. Okay, wir können nur abhauen. Oh, 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 oh. Jetzt weiß er wieder, wo ich bin, ne? Er kommt, er kommt, er kommt, er wird kommen. Jo. Da ist er wieder am Start. So, komm schon her. Jetzt müssen wir irgendwie... Komm, bitte, bitte, bitte. Ach, mein Gott, jetzt wieder Franklin. Komm schon näher, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen jetzt... Oh, er ist immer noch hinter uns. Er ist hinter uns her. Oh, komm, 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 komm. Wow. Oh, mein Gott. Ich schaffe es nicht, den zu holen, wenn ich jetzt gleich nicht... Ja, wenn ich jetzt gleich nicht selber noch drauf gehe. Oh, bitte Entscheidungsschlag, bitte Entscheidungsschlag, bitte, 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 bitte. Oh, da muss ich ihn nur noch treffen, bitte. Ja. Okay, komm, 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 komm. Oh mein Gott, ja, in den Keller brauche ich jetzt nicht gehen, was soll ich machen? Kommt jetzt hoch. Okay, wir sind jetzt nur noch allein. Nur noch allein. Wo ist er? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, nein, hat der mich vernatzt. Der hat mich jetzt so vernatzt. Oh mein Gott. Ach Gott, und wie ich nur auf die Treppe geguckt habe. Okay. Ja. The bad round. Aber der Coin ist zumindest gesichert. Oh nein. Was war das denn von mir? Der hat mich gesehen und denkt sich, ja komm, laufe ich die Außentreppe hoch, er will mich eh wieder verarschen. okay, 55 Coins auf jeden Fall. Ja. Und 8800 Punkte gerissen, ohne irgendwelche Boni. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch auch alles Gute und hoffe, dass wir uns bei den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin auf jeden Fall, wie gesagt, alles Gute. Ciao, euer Malida.